Ja, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen bei der nächsten Minecraft-Folge hier bei Povrot TV. Und ich habe mich extra auf die Spitze der Welt quasi gestellt. Also hier auf mein Haus, wo ich diesen kleinen Aussichtsturm später bauen will. Und ich habe da noch eine mega geile Idee, die mir erst so im Nachhinein gekommen ist. Aber dazu komme ich später auf jeden Fall. Die Aussicht ist herrlich. Ich liebe es. Und für die, die noch nicht wissen, welche Shader ich zum Beispiel benutze, einfach mal hier gucken. Ich wollte es nochmal zeigen, weil ich jetzt öfters gefragt wurde. Also der SeoStoff. Und dann wollte ich euch noch zeigen die Ressourcenpakete. Das ist ja auch das Faithful-Paket. Das macht alles so ein bisschen schöner. Ich habe das 64x64-Pack. So, ich hoffe, ihr seid jetzt befriedigt. Und jetzt kann es endlich zurück zum Spiel und weiter geht's. Also, in der letzten Folge habe ich ja hier mir überlegt, diese zweite Ebene zu bauen, von der ich ziemlich überzeugt bin. Tak, tak, tak. Und hier habe ich diese erste Ebene. Und hier geht es auch gleich nochmal runter, weil ich hier in mein Bergwerk quasi komme. Und in das Bergwerk muss ich jetzt auch rein, denn ich brauche massenweise Stein. Also wirklich massenweise. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig ist für so ein Haus. Und es gibt ja diese Leute, die irgendwelche Megabauten erstellt haben. Ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, aber riesige Kathedralen, irgendwelche riesigen Gebilde, irgendwelche Weltwunder nachgebaut. Ich denke, das wird alles in diesem Modus gemacht, wo man unendlich Ressourcen hat, weil ich kann es mir anders nicht vorstellen, dass man das abbauen kann, außer man macht es vielleicht mit mehreren Leuten. Dann kann ich mir das vorstellen, aber ich muss natürlich wieder ganz, ganz, ganz stumpf hier alles abbauen. Oh oh, und ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe kein Holz, um mir einen Stock zu machen. Und ich glaube, ich kann mir gleich keine Spitzhacke mehr machen. Das würde heißen, wir müssen nochmal ganz nach unten. Erde. Ja, 7 Stöcker. Geil. Geil, geil, geil. Also doch nicht ganz nach unten. Aber trotzdem erstmal ein bisschen hoch. Ey, dieser Gang hier gefällt mir sowas von gar nicht, was ich hier gemacht habe. Ich komme zwar immer hoch, aber irgendwie ist es unschön. Also das muss ich in Zukunft definitiv auch noch verbessern. Hier muss ich auch irgendwie springen. Richtig lächerlich. So. So. 2, 3 können wir uns machen. Ich werde jetzt auch wirklich. Ey. So, genau. So, ich werde die jetzt auch wirklich komplett verbrauchen. Das kann halt, das ist halt so eine Folge, die sich dann vielleicht ein bisschen lang zieht oder einfach nur so ganz, ganz stumpf ist. Aber ich brauche halt das Material, damit ich auch mit den Folgen weiterkomme. Denn ich will nicht in jeder Folge dann wieder runtergehen. Und solange kann ich euch ja zumindest ein paar lustige Anekdoten aus meinem Leben erzählen. Wenn mir noch spontan was Lustiges einfällt. Aber erstmal wird ganz stumpf abgebaut. Und ich habe übrigens ein Special vor. Ich will mit Kev, vielleicht ist es sogar schon die nächste Folge, die ihr seht, wir wollen mit Kev diese Map, die ich hier gebaut habe, oder vielleicht eine andere, aber sehr wahrscheinlich zu 90% wird es die hier sein, wollen wir auf den Server ziehen und dann will ich mit Kev gemeinsam eine Folge aufnehmen und einfach an dieser Welt rumschustern. Kev kann ja auch noch Sachen verschönern, wie zum Beispiel diesen Zaun. Ja, ich meine, er hat ja die ganzen Rezepte im Kopf. Und mir hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, ey Povrot, lad dir doch ein Programm runter, dieses, wo du die ganzen Rezepte direkt hier hast, direkt in Minecraft. Und außerdem, du kannst ja auch im Internet gucken, was für Rezepte es gibt, was du alles bauen kannst. Und ich habe es schon am Anfang in den Folgen gesagt, vielleicht habt ihr ja auch erst später reingeschaltet, aber ich weiß natürlich, dass das geht. Ich habe es jetzt aber ganz, ganz bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe, komm, ich baue diese Welt und ich lerne Minecraft aufgrund dessen, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Wie zum Beispiel das mit Shift drücken, wie zum Beispiel die einzelnen Crafting-Rezepte. Und wenn ich mir unsicher bin, ich habe natürlich auch schon mal reingeschaut, aber die Tipps
was ich machen soll. Die kommen alle von euch und ich will es auf jeden Fall so weitermachen. Also ich werde mich nirgendwo jetzt mega informieren, werde auch nirgendwo extra nochmal Minecraft spielen, weil alles, was ich spiele, alles, was ich an Minecraft spiele, alles, was ich baue und jede Erfahrung, die ich am Anfang sammle, die bekommt ihr mit. Denn ich spiele nur diese Welt und jede Minute gehört euch. Und ich finde das Spiel geil. Ich finde es wirklich geil. Ich bin froh, dass Kev mir das geschenkt hat. Bin froh, dass ich es zocken darf. Und ich bin froh, dass ich halt auch demnächst mit dem Meister höchstpersönlich spielen kann. Also ist ja mein Bruder. Von daher ist es nicht ganz so ein Problem, dass wir uns da absprechen. Aber ich finde es geil. Ich glaube, er will das dann auch in seinem Kanal hochladen. Dann auf meinem, so eine Art Special halt. Und für mich ist das sowieso cool. Und wie gesagt, er kennt ja die ganzen Rezepte. Er kennt ja noch viele, viele geile kleine Feinheiten. Und eigentlich kann er dann hier bestimmt einiges verbessern, einiges schöner machen. Also zumindest hier auf meinem Steg, den Zaun auf jeden Fall. Das war eigentlich etwas, was ich selber noch irgendwann in Angriff nehmen wollte. Wie viel habe ich denn jetzt? 64, 64. Oh, viel, viel, viel schon abgesammelt. Das geht relativ schnell. Schöner wäre es natürlich mit einer Diamantspitzhacke. Das kann sein, dass ich Diamant... Nee, mit einer Eisenspitzhacke meine ich. Es kann sein, dass ich Eisen noch unten habe in meinem unteren Verlies. Was ich übrigens gerade noch schöner finde. Also was mir wirklich nicht gefällt, ist, wie ich in dieses Bergwerk runterkomme. Schön wäre sowas wie ein Fahrstuhl, ein Aufzug. Ich glaube, das geht mit Wasser. Habe ich schon mal bei Kev gesehen, dass man da mit einem Wasserfall irgendwie... nach unten, also nach unten auf jeden Fall, ohne dass man stirbt, kann man ja ins Wasser fallen. Aber dass man auch, glaube ich, nach oben gezogen wird. Ich meine, sowas mal bei ihm gesehen zu haben. Also erstmal ein bisschen Licht schaffen. So, komm, diese Reihe will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Oder machen wir noch zwei rein, okay? Habt Geduld, Leute. Ihr wisst ja selber, die Minecraft-Spieler unter euch, manchmal dauert es einfach einen Moment. Und ich mache es einfach nicht so, dass ich so eine Farm-Geschichte hier, dass ich die nicht aufnehme und dann einfach mit 1000 Millionen Stein auf einmal vor euch stehe. Nein, wir machen alles gemeinsam. Ihr könnt diese Welt ja auch nachbauen. In der ersten Folge habe ich den Code eingegeben. Und komm, jetzt nehmen wir noch den letzten hier mit. Die letzte Ebene, ich kann ja immer wieder hier runterkommen. Das Krasse ist, irgendwann muss ich ja auch eigentlich wieder ans Ende kommen. Also irgendwann muss ich mich ja aus dem Berg gebaut haben. Man sieht es ja so ein bisschen auf der Minimap. Kann das sein, dass ich echt schon relativ nah am Ende bin? Wisst ihr, was ich mal mache? Vielleicht macht das die Folge auch ein bisschen spannender. Ich baue mich hier mal jetzt kurz durch. Mal gucken, wo ich dann ankomme. Na komm. So, wenn ich mal so auf die Minimap schaue, okay, alles was Schnee ist, müsste hoher Berg sein. Das heißt, ich baue mich eigentlich jetzt wirklich ganz genau durch diesen hohen Berg. Aber komm, den Ausgang erreichen wir, oder? Yo, das war das Problem hier. Das Problem mit dem Shader. Dass, wenn ihr zu weit im Dunkeln seid, dann wird es einfach schwarz. Deshalb braucht ihr auf jeden Fall immer eine Fackel dabei. Jo, ich bin raus! Ich bin raus! Und hier habe ich sogar direkt eine... Lol, so tief bin ich gar nicht. Aber das ist trotzdem nicht schlecht. Dann habe ich hier jetzt einfach nochmal so einen Sicherheitseingang. Beziehungsweise auch ein Sicherheitsausgang. Aber wenn ich mal wieder vor Monstern weglaufe, dann finde ich diese Stelle. Die sollte ich immer wieder eigentlich finden. Ich mache hier nochmal eins dran. So, dann weiß ich auf jeden Fall, das ist hier der Weg.
Zack, in die Höhle und ich kann es hier auf jeden Fall noch schöner machen mit einer Treppe. Und dann geht es hier hoch zur Base. Und ganz ehrlich, dann nehme ich doch einfach mal diesen Weg. Ah, okay, sogar perfekt gebaut hier. Da komme ich genau hier aus meiner Stelle, zack, hier direkt hin. Ich brauche auf jeden Fall hier noch eine Tür oder ein Tor oder irgendwas. Ich habe kein Holz, ich habe kein Holz. Warte mal. Kann ich nicht auch? Jetzt weiß ich leider. Ah, ich erinnere mich nicht mehr, wie man eine Tür craftet. War das so auf keinen Fall? Okay. Kann man überhaupt mit. Ich weiß gerade nicht, ob man mit Stein eine Tür craften kann. Das wäre geil, wenn ich. Scheint hier überhaupt nichts draus machen zu können. Na gut. Ups. Lassen wir das einfach. Dann baue ich jetzt erstmal an meinem Schloss weiter. Wenn man es so nennen darf. Aber ich denke schon. Ich nenne es Schloss. Für mich ist es das Beste, was ich hier jemals gebaut habe. Und was ich bauen werde im Moment. Ja. Wir müssen ja alles auf eine Ebene kriegen. Und was ich hier auf jeden Fall. Ah ne, das ist falsch. Denn hier geht's weiter. Und hier mache ich eigentlich. Hier würde ich auch nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Ja, genau. Eine Plattform, womit ich mir richtig schön meine Base angucken kann. Alter, und das sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Ich liebe es. Ich liebe diese ganze Minecraft-Idylle. Ey, das kommt richtig geil. So, hier bauen wir einfach mal komplett zu. Eigentlich würde ich hier noch weitergehen, oder? Was meint ihr? Ein bisschen weiter geht noch. Oh, ich würde viel lieber noch viel weiter gehen. Und dieselbe oder so eine ähnliche Plattform will ich dann auch noch mal auf der anderen Seite bauen. Jo, hier runter zu fallen ist der absolut sicherste Tod. Alter, da sind schon die ersten Monster. Und natürlich kriegen die mich nicht, weil ich hier todessafe bin. Okay, das heißt, hier kann ich jetzt auch aufmachen. Das heißt, hier hätte ich erstmal meine schöne Plattform. Die Ebene ist auch soweit ready. Ist auch soweit fertig. Ich weiß nicht, soll ich diese Ebene hier auch noch zubauen? Ich glaube, das mache ich. Also auch ganz normal mit einem Dach, so meine ich das. Bob, 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 Bob. Alter, eine geile Plattform. Fällt mir mega gut. Yo, ich höre Monster. Aber ich bin safe. Bin ich das? Ich denke schon, oder? Unten ist ja auch alles gut durchleuchtet. So, jetzt nochmal die Wände hier schön ausleuchten. So, hier kann ich mir ein Bett und alles noch machen. Hier jeweils für die Eingänge. So, und jetzt heißt es, das hier eigentlich noch alles abdecken. So viel.
Hallo. Alter, diese Viecher zu hören, ich finde, die haben schon ziemlich gruselige Sounds für diese Minecraft-Viecher sich einfallen lassen. Wie weit gehe ich jetzt hier? Okay, hier geht es ja wieder runter. Habe keinen Stein mehr. Doch, ich habe noch genug. Das ist gut. Es wäre krass, wenn ich jetzt schon wieder alles aufgebraucht hätte. Und es ist zu. Es ist zu. Ah, okay, hier ist zu weit zu. Okay, das ist auch nochmal hier zu weit. Hier wird es jetzt wahrscheinlich wieder luftig. Ganz genau. Das heißt, hier muss ich das so machen. Jo. Hier machen wir es schon mal schön quadratisch. Das kann sein, dass das hier einer zu weit ist. Komme ich jetzt? Ne, das war genau richtig. Okay. Hammer. Hammer. Das geht doch schon mal gut los. Ich liebe es. Wir haben die nächste Stufe geschafft. Hier gibt es jetzt eine wunderbare Plattform und ich wollte die auf jeden Fall hier haben, damit ich das sehen kann, was ich schon geschafft habe, wo ich auch ehrlich gesagt stolz drauf bin. Und wenn wir uns jetzt nochmal die andere Seite angucken, dann geht es hier natürlich auch raus. Hier soll es eventuell noch höher gehen. Hier soll es eine richtig schöne Aussichtsplattform geben. Vielleicht kann ich hier sogar was drauf machen. Vielleicht irgend so eine Art Wintergarten. Ich brauche auf jeden Fall noch dicke, fette Panoramafenster. Bis jetzt ist alles aus kaltem Stein. Das war's erstmal von mir. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ihr seid geile Family. Ich bin Povrot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.